Das hatte nämlich nichts mit Nazis zu tun, weil die Nazis nämlich da erst aufgetaucht sind. Ja. Mit dem Putsch von 1917 hat das ganze Spektakel überhaupt erst angefangen. Bis dahin hat es nämlich auch ein deutsches Reich gegeben, das im Sinne eines wohlhabenden deutschen Volkes und einer eigenen Verfassung halt eben gegründet wurde, so wie auch mal Amerika, die Vereinigten Staaten von Amerika 1776, 100 Jahre davor, halt eben gegründet worden sind, wo dann irgendwelche Leute irgendwann angefangen haben, drauf zu scheißen und gegen diese Gesetze zu verstoßen und halt eben einen anderen Staat aufzubauen. So, mehr will ich ja gar nicht zu sagen. So, das kann jeder sagen. Ich bin kein Politiker und in Politik interessiert mich ein Scheißdreck. Mich interessiert viel, viel mehr, was können wir selber tun? Und da kommen wir halt eben ganz, ganz schnell wieder auf das große Murmeln zurück und die Möglichkeiten, die wir gerade haben. So, wem gerade irgendwelche Sachen unschlüssig sind, der soll sich gerne einfach trauen, sein Handy zu nehmen. Wenn er, da ist in, ich, kann, es gibt kaum noch Leute, die kein Handy haben. Und wer heute ein Handy hat, die haben auch die allermeisten Leute haben da eine Webcam drin. Meistens sogar zwei. Eine nach da vorne raus, eine nach hier. Wo man tatsächlich einfach da drauf drückt und dann ein Video aufnehmen kann. Und das dann einfach hochladen kann. Das muss nicht lang sein. Da muss man sich nicht wie der Bauchi hier 1 bis 2 Stunden am Abend hinsetzen, um sowas da zu machen, wie ich hier mache. Das reicht, wenn ihr eine Minute, mit einer Frage und warum ihr die Frage stellt und dann einfach auch ruhig immer die Frage, was haltet ihr davon? Ich weiß nicht, was ich dazu denken soll. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, aber ich hätte gerne Ahnung, weil das gerade wie ein Damoklesschwert über meinem Kopf hängt. Das Das ist ist was, was, was was gerade gerade jeder jeder tun tun kann. kann. Von Von zu zu Hause, Hause, vom vom Sofa Sofa aus, aus, Wohnzimmerrevolution Wohnzimmerrevolution ausrufen ausrufen und und anzufangen, anzufangen, friedlich friedlich zu zu demonstrieren, demonstrieren, dass dass man man gerade gerade ein ein Problem Problem mit mit den den Umständen, Umständen, mit mit den den Zuständen Zuständen hat, hat, die die uns uns aufgezwungen aufgezwungen werden. werden. Und Und dass dass sie sie uns uns aufgezwungen aufgezwungen werden, werden, das das legt legt halt halt auch auch die die Beate Beate Bahnke Bahnke gerade. gerade. Bahner, Bahner, Entschuldigung, Entschuldigung, ich ich habe habe echt echt ein ein Problem Problem mit mit diesem diesem Namen Namen zu zu merken. merken. Ich Ich weiß weiß nicht nicht warum. warum. Keine Keine Ahnung. Ahnung. Gibt Gibt mit mit Sicherheit Sicherheit auch auch wieder wieder seine seine Gründe. Gründe. Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Das sind Sachen, wo wir gerade wirklich in Eigenregie wo wir gerade ins Tun kommen können, wo wir gerade die Möglichkeit haben, etwas zu tun. Und das ist tatsächlich, solche Videos zu machen und das Internet mit sowas zu fluten, weil wenn das auf einmal dann wirklich viele Leute tun, und dazu können wir ja auch immer wieder anregen, in unseren Videos andere Leute zu bitten, hey, wenn ihr Fragen habt, dann stellt die bitte auch. Und dann ist eigentlich völlig egal, was für Fragen gestellt werden. Aber dann wird auf einmal das Internet überflutet und geschwemmt mit solchen Videos, die so unmöglich alle rausfiltern können. Unmöglich. Und bei der Masse, die wir dann eigentlich aufbringen können, sind das letztendlich Millionen Videos am Tag und zig Millionen Videos in der Woche, die wir produzieren könnten. Kleine, kurze, 1, 2, 5 bis 10 Minuten Videos. Macht es, wie ihr Bock drauf habt. Labert euch die Seele vom Leib. Sagt, was euch wirklich bewegt und habt keine Angst davor, von irgendwelchen Nazis mit der Nazikeule erschlagen zu werden. Und Entschuldigung, dass ich es jetzt so knallhart sage, aber für mich sind die Nazis. Die, die gerade andere Leute daran hindern wollen, frei zu denken. Das sind die, die genau das tun, was die Nazis damals auch nicht gerne gehabt haben. Das sind nicht einfach alles nur Querulanten. Die Leute, die gerade irgendwelche offiziellen Sachen in Frage stellen. Diese Fragen kommen mit Recht auf. Und wir haben, wie gesagt, nicht nur das Recht, sondern wir sind verpflichtet, sie zu stellen, wenn wir merken, dass irgendwo, ja, Unrecht Unrecht geschieht. geschieht. Und Und im im Moment Moment
sehe ich das definitiv so, dass sehr viel Unrecht geschieht, wenn ein offizielles Weisungspapier dazu einlädt, Kinder zu belügen und unter Druck zu setzen, damit, dass wenn sie sich nicht daran halten, was jetzt von ihnen verlangt wird, dass dann unter Umständen ihre Eltern sterben können und dass das sie dann schuld sind. Boah, da geht mir innerlich die Hutschnur hoch. Noch wen? Na? Ja, Leute. Ne? Ich werde jeden Tag gefragt, ja, Bauchi, was können wir denn tun? Weil ich immer sage, ja, wir können selber was tun. Ja, was, ja, das, wovon ich die ganze Zeit rede. Ich weiß, dass das im Moment nicht viel ist. Videos machen. Aber das wäre ein Anfang. Aber wenn du mal ein Video gemacht hast, dann siehst du danach den Unterschied. Und dann kommt immer die Frage, ja und dann? Ja, ich sag, dann find es doch mal raus, mach es mal. Dann wirst du sehen, was und dann kommt. Ich weiß, warum ich das seit 12 Jahren, 13 Jahren kontinuierlich so mache. Ich weiß, warum ich Videos mache und sie veröffentliche, weil ich dadurch immer wieder Feedback bekomme, das dann halt eben auch meinen Horizont erweitert. Weil ich darüber nämlich mit Leuten in Kontakt treten kann, die tausende Kilometer teilweise von mir entfernt sind. Und ich auf die Weise die Möglichkeit habe, durch diese Webcam an Orte zu gelangen, wo ich mit Leuten über Dinge sprechen kann, die ich gerade physisch mit meinem physischen Körper nicht erreichen kann. Das ist das, was ich eben meinte, wir sind nicht unsere Körper. Killerbad schreibt, Dr. Schiffmann hat heute über so einen Fall berichtet. Da wollte sich dann ein Mädchen mit Borderline aus dem Spiel nehmen. Wahnsinn. Das Video war nach 30 Minuten wieder weg, wurde aber schon gespiegelt. Ja, seht ihr, was ihr davon habt. Das ist genau das, ey, wenn sich jetzt die ersten Kinder anfangen, selber umzubringen, sich aus dem Spiel zu nehmen, weil sie bereits schon vielleicht die nächste Stufe, nämlich dann ist dann irgendwas passiert, da ist vielleicht tatsächlich, hat der Vater vielleicht sogar jetzt einen Schnupfen gekriegt oder Männer, wie heißt das, Männer, wie heißt das, Männergrippe. Und dann versuchen wir das Mädchen davon zu überzeugen, dass sie das jetzt nicht schuld ist. Weil sie irgendwo was gemacht hat, wo sie sagte, scheiße, das hätte ich jetzt eigentlich, war das jetzt. Ne? Das Kind macht was anders, als es gesagt bekommt. Und erkennt die Zusammenhänge nicht. Sondern weiß nur, ich habe einen Fehler gemacht. Und jetzt ist der Papa 3 Tage später krank. Was mag wohl in dem Kopf von so einem Kind vorgehen? Und dass auch Kinder unter 10 Jahren Selbstmordgedanken äußern, das haben wir letztens schon öfters in anderen Videos gesehen. Weil sie gemobbt wurden oder das ist eine Form von Mobbing, die alles andere wirklich in den Schatten stellt. Und sowas geht von unserer Regierung aus. Also nicht meine Regierung, ich weigere mich, dass die sind nicht, das ist nicht meine Regierung. Ich bin König. König von mir selbst und niemand anderem. Ich brauche keine Regierung. Aber wer das für sich noch nicht so installiert hat und noch eine Regierung hat, von eurer Regierung kommt das über euch. Ich wollte es nur mal gesagt haben. So, und dafür kann man mich jetzt auch wieder finden, wie man will. Ändert nichts daran, dass es so ist. Ja.